wir waren gerade ganz gebannt hier im Studio und haben Pfarrer Kocher zugehört. Und er sprach von einer CD, die er uns auch hier gelassen hat, die halte ich gerne hoch. Die CD von Maria Verkündigung, über die er jetzt am Schluss gesprochen hat, kann sehr gerne bei Radio Horeb mit oder ohne Spendenbeitrag bestellt werden. Herzliche Einladung, wir werden auch sehr gerne hier reinhören. Ich darf als nächsten Punkt eine Jugendbewegung ankündigen, Totus Tuus. Totus Tuus hat seine Ursprünge durch die Bekehrung einiger Jugendlichen im Jahr 88. Diese Jugendlichen, jetzt schon etwas älter geworden, werden Sie auch gleich persönlich im Film kennenlernen. Brzy poznáte ve filmu Čtyři lidi. Tento film je exkluzivně udělán pro tento kongres. To je jedno mezinárodní hnutí, které vzniklo v Medžugorji. Totus Tuus v roce 94 byly poprvé v Medžugorji. Jsou to mladí lidé i starší, kteří zůstali mladí. Oni tvořili modlitební skupiny, které velmi rychle se rozrůstaly. Jejich velkým plánem je evangelizace, která se děje v tvaru různých programů pro rodiny, pro děti, pro mladé. Můžete to nalézt na jejich stránce Totus Tuus. Podívejte se na tento film Totus Tuus. Brigitte hledá dobrodružství a žije jen pro večírky. A dovolenou ve věku 18 let se seznámila s Leonem na pobřeží Jadranského moře, se kterým začala žít. Chaotický život pokračuje, dokud neotěhotní. Brigitte se najednou začne zajímat o víru. Přicházejí je navštívit přátelé z Chorvatska a přinášejí zajímavé zprávy. Nachts aufgestanden und ist 80 km bis zu einem Wallfahrtsort mit dem Fahrrad gefahren und hat dort gebetet zu Mutter Gottes, dass wir wieder auf den rechten Weg kommen. Unerwartet fängt sie an, sich für den Glauben zu interessieren. Als Freunde aus Kroatien zu Besuch kommen, haben sie interessante Neuigkeiten. Ja, bei uns erscheint ja die Mutter Gottes. Und dann habe ich gedacht, was in der heutigen Zeit, die Mutter Gottes soll erscheinen? Ich will dahin, um zu sehen, ob es stimmt. Und wenn es stimmt, möchte ich wissen, warum sie kommt. Weil wenn, dann muss das ja irgendwie wichtig sein für die Menschen. Beim letzten Partyurlaub an der... Na své příští dovolené a večírcích na chorvatském pobřeží má Brigitte jediný cíl. Chce jet do Medžugorje. Leon je proti jeho vůli veze do Medžugorje. Und als wir ausgestiegen sind, sind wir auf die Kirche zugelaufen und als ich diese Kirche gesehen habe, wusste ich in einem Augenblick, das ist hier alles die Wahrheit. Die Mutter Gottes erscheint hier und es war so ein Gefühl wie, jetzt hast du das gefunden, was du immer gesucht hast. Und es war so ein Gefühl wie nach Hause kommen. Also mein Mann war in der gleichen Zeit auch total angerührt. Und als ich die Menschen dort gesehen habe, damals war ja noch draußen Beichte, die Beichten waren und wie glücklich die von der Beichte kamen, bin ich auch direkt Beichten gegangen. Und dann haben wir schon auf dem Rückweg in den Büchern gelesen, was die Mutter Gottes sagt und angefangen, die Botschaften, die sie gibt, in unser Leben zu integrieren. Und ich war so glücklich und so begeistert, weil ich dachte, das gibt's doch nicht. Jetzt kommt die Mutter Gottes vom Himmel und sagt dir auch noch, was du tun sollst. Also dann wusste ich, das ist jetzt mein Weg, den ich jetzt gehen kann. Also jetzt hatte ich irgendwie eine Orientierung für mein Leben.
In ihrer Umgebung gibt es keine jungen Leute. V jejich okolí nejsou žádní mladí lidé, se kterými by mohli sdílet své nové nadšení pro víru. Připojili se tedy k modlitební skupině starších lidí. Tam prohlubují svou víru a dostávají důležitou radu. Uns dem unbefleckten Herzen Mariens zu weihen, und zwar nach der Weiheanleitung vom heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort. Wir haben das dann mitgemacht, haben das damals noch gar nicht so richtig verstanden, was wir da eigentlich genau machen, aber dieser Schritt der Weihe war ganz wichtig. Und wir haben den dann auch jedes Jahr, haben wir diese Weihe wiederholt, und dadurch sind wir im Glauben immer tiefer gewachsen und haben auch konkret in unserem Leben die Führung der Mutter Gottes gespürt. Aber dieser tiefe Wunsch im Herzen, der war immer da, das, was wir erfahren haben, halt mit anderen Jugendlichen zu teilen. Und als 1993 der Pater Slavko nach Deutschland kam und da eine Messe gefeiert hat und gepredigt hat, da hat der so ein Feuer rübergebracht, dass wir gedacht haben, das müssten andere auch erfahren. Und so ist nach dieser Messe die Idee entstanden, eine Jugendwallfahrt nach Medjugorje zu machen. Der Impuls ist so stark, dass trotz des Podnět byl tak silný, že navzdory válce v bývalé Jugoslávii organizují pouť 19. března v roce 1994 do Medjugorje jede 70 mladých lidí, z nich většina nemá nic společného s církví. Das war erstmal schon erstaunlich, ich kannte das außer Kirche nicht. Die absolute Begeisterung kam dann noch auf der Rückfahrt im Bus, als die Botschaft vorgelesen wurde, die den Tag die Mutter Gottes gegeben hat. Und da fühlten wir uns alle persönlich angesprochen. Das kann man gar nicht in Worte fassen, was das in einem ausgelöst hat. Also mir hat das so eine Freude ausgelöst. Noch jetzt, wenn ich diese Botschaft lese, berührt mich die tief. Und ich weiß, dass der richtige Weg ist, den ich gehe. Liebe Kinder, heute drahé děti, dnes se s vámi raduji a zvu vás, abyste se mi otevřeli a stali se v mých rukou nástrojem pro spásu světa. Přeji si, dítka, abyste všichni, kteří jste pocítili vůni svatosti skrze tato poselství, která vám dávám, ji přenesli do tohoto světa hladového po Bohu a po Boží lásce. Der Mutter Gottes zu folgen und sich gegenseitig zu stärken, bleiben einige der jungen Wallfahrer in Kontakt und bilden Gebetskreise. Schon im selben Jahr werden 5 weitere Wallfahrten organisiert. Getroffen durch die Worte der Mutter Gottes im Februar 1995, beginnen sie mit der Evangelisierung. Liebe Kinder, heute lade ich euch ein, Missionare meiner Botschaften zu werden, welche ich hier durch diesen Ort, der mir lieb ist, gebe. Drahé děti, dnes vás, abyste se stali misionáři mých poselství, která vám zde dávám prostřednictvím mého drahého místa. Aby tak odpověděli na volání Panny Marie a navzájem se podporovali, někteří mladí poutníci zůstávají v kontaktu a vytvářejí modlitební skupiny. Ve stejném roce organizují dalších 5 poutí. Jsou zasaženi slovy Panny Marie z poselství v únoru 1995 a proto začínají evangelizovat. Das war für mich novum, dass jemand also so, ja, ich sag mal, außer der Reihe auf einmal beichten wollte, bis abends nachts um 23:30, dass ich nur erstaunt war, wie sie auf einmal, ja, ihr ganzes Leben vor Gott brachten. Aus der jungen Truppe formt sich allmählich eine Gemeinschaft, die sich schließlich den Namen Totus Tuus Neuevangelisierung. Skupina mladých se postupně mění v komunitu nazvanou Totus Tuus Nová evangelizace. Pod vedením katolické církve a s prorockými podněty z Medjugorje chtějí sloužit nové evangelizaci. Pracují prostřednictvím různých forem apoštolátu. Anfangs nehmen vor allem junge Leute an den Wallfahrten teil. Zpočátku přicházejí na poutě většinou mladí lidé. V průběhu let se k ním přidává stále více rodin, takže vyvíjejí vlastní programy pro děti a mládež. A je důležité střídat hru a duchovní program.
dny jsou organizovány tak, aby měl každý účastník příležitost poznat Marii na poselství a zažít Boha živým způsobem. Danach, nach dieser Wallfahrt, einfach das Bedürfnis hatte, aus mir heraus die Botschaft leben zu wollen, zur Messe zu gehen, zur Beichte zu gehen, einfach meinen Alltag mit Jesus und Maria zu leben. Und wo wir dann zurückgekehrt sind, hatten wir diesen tiefen... Když po první pouti vznikly modlitební skupiny, mladí lidé, kteří ve svém okolí nemají se s kým modlit, Leute, die niemanden zum Gebet in ihrer Umgebung haben, fangen an, die digitalen Medien dafür. Začínají k modlitbě používat digitální média. Modlitba růžence, slavení Boha pomocí písní a rozhovorů o poselstvích a biblických textech jim dávají sílu pro každodenní život. 33 Tage Vorbereitung, und es haben sich gleich in der Gemeinde 60 bis 70 Leute gemeldet und haben sich 33 Tage vorbereitet und haben dann gemeinsam nach dem Sonntagsgottesdienst die Feier abgelegt. Wir beten immer für Beter und dass die Reihen gefüllt werden. Und ich muss sagen, es ist eine große Freude zu sehen und dass Gott das wirklich erhört. Also dass wir beten und dann wirklich die Kirche in der Woche jeden Tag voll ist. Wir haben junge Leute, wir haben Leute, die 15 Jahre sind, die jeden Tag in eine Messe kommen. Wir haben wirklich durch alle Generationen und es ist eine Freude zu sehen. Ich kann jeden nur ermutigen, auch für die Gemeinde einen Gebetskreis zu gründen. In Anliegen Mariens, da passieren viele tolle Dinge. Ja, ich habe dann auf der Rückfahrt von der Wallfahrt erfahren, dass es auch Treffen gibt in Deutschland. Damit der Geist von Medjugorje lebendig. Aby duch Medjugorje byl živý, pravidelně organizují modlitební setkání. Es gab eine Jugendtankstelle Ende Januar, so einen Monat nach der Wallfahrt. Ich habe dann gelernt, so zum ersten Mal auch in Deutschland, dass Beichten möglich ist und nicht nur in Medjugorje. Ich war immer so begeistert davon und habe so versucht, es irgendwie jedem mitzuteilen und wollt ihr nicht auch mal mitkommen. Lehrt eure Kinder. Učte své děti, protože pokud jim nejste příkladem, děti upadají do bezbožnosti. Ich wusste, hier kann ich sein, hier kann ich spielen, Spaß haben, basteln. Wir haben gesungen, wir haben gebetet und wir haben immer wieder was Neues gelernt. So, es war eigentlich immer so der Highlight des Monats so für mich. Mich hat vor allem geprägt, was wir da so erzählt bekommen haben, also die ganzen Geschichten der Heiligen und als Kind konnte man da so viel draus lernen und dann hat man immer versucht, das in seinen Alltag mit einzubauen. Im jugendlichen Alter fand ich, wurde es schwieriger. Ein ausschlaggebendes Erlebnis in meinem Leben, das war bei der TT-Jugend, als ich diesen inneren Kampf hatte und wusste, du veräppelst dich gerade selbst so, du willst eigentlich den Weg mit Jesus gehen, aber lebst es irgendwie nicht ganz, nur halb. Da hatten wir auf dem Jugendtreffen Heilige Messe im Freien und ich hatte so das Erlebnis mit der Eucharistie, ich durfte wirklich Jesus erleben und spüren, er lebt in mir, er liebt mich, wo ich wusste, okay, es ist richtig und du entscheidest dich jetzt ganz für den Weg. Vor allem das Gefühl von alleine sein war nicht mehr da. Wir sind in einer modernen Welt, wir waren auf einem immer ständigen Austausch, WhatsApp, Skype, Gebete übers Telefon. Ich hatte Freunde, die dasselbe lebten wie ich. Seit einigen Jahren gibt es die Gemeinschaft auch... Komunita již několik let žije, existuje i v Chorvatsku. Překračuje hranice a vzájemně se posiluje ve víře. Každý se snaží žít poselství a spolupracovat, aby uskutečnili plány mé Panny Marie. V roce 2019 se představili široké veřejnosti na festivalu mládeže. Im Laufe der Jahre in der Gemeinschaft hat jeder von uns erkannt, dass es nicht gut möglich ist, allein auf dem Weg des Glaubens zu gehen und dass wir einander brauchen. Wir sind uns sicher, dass dieser Weg in Gemeinschaft und Demut zusammen mit unserer Mama Maria der sicherste Weg zu Gott ist. Und der Weg zum Himmel, wo wir alle hinwollen.
Auch unser Bruder Jelko, der schwer an Krebs erkrankt war, během všech těchto let živého společenství v komunitě každý z nás vidí, že není možné jít sám cestou víry, že se navzájem potřebujeme. A jsme přesvědčeni, že tato cesta ve společenství a v pokoře s naší matkou Marií je nejsilnější, nejistější cestou k Bohu do nebe, kam chceme všichni přijít. Náš bratr Želko, který vážně trpěl rakovinou, toužil také po nebi, kam ho naše nebeská matka pozvala 13. května v roku 2019. Jeho smrt byla svědectvím pro nás všechny. Mnohokrát jsem přemýšlel, jaké to je pro lidi, když jim doktor řekne, že mají nádor, a dnes jsem to pocítil, zůstal jsem bez textu. A myslel jsem si, že se mi to zdá, že to všechno není pravda, dokud jsem se nevrátil do pokoje, snažil jsem se být silný a předat všechno do Božích rukou, nech se děje jeho vůle. O Bože, kříž za křížem. Existuje pro mě ještě nějaký, kolik mám ještě síly, a najednou vše přestane. Mám pocit, že se všechny moje lodě potopily, jen jedna plave ke mně. A to je ta, kterou řídíš ty, pane, ty učiteli. Pospěš si a neprodlévej, protože k tobě natahuje ruce jedna hříšná a křehká bytost. Pokud je toto cena mé svatosti, nechť bude. Nebe je radost, kterou už nyní můžete žít. Děkuji vám, že jste odpověděli na mé pozvání. Jak je to krásné, odvážné svědectví, nejenom Totustus v Německu, ale Totustus i v samotné Medjugorji. Děkujeme mladým i starším za vaše krásné svědectví. Děkujeme, že jste minulou noc za nás, celou noc se modlili.